Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Wir sind im Abgrund runtergegangen, oder den Abgrund runtergesprungen eher, und sollen Robelo suchen. Wir glauben, der sitzt da und haben schon einiges hier erforscht und ja, erleuchtet. Und gucken wir mal, ob das wirklich ist. Ja, ist er wirklich. Hi. Keiner Knips. Was zum... Als dieses seltsame wurzelförmige Ding strahlt ein überaus lebendiges Licht aus. Es fühlt sich so an, als ob. Es fühlt sich fast so erfrischend an, als wären wir an der Oberfläche. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe fast den Eindruck, dass es meinem Körper wohl tut. Allen anderen nicht, wa? Oh, hey. Aber nun zu dir. Wurde auch Zeit, dass du es hierher geschafft hast. Ich will dir etwas zeigen. Was ist das? Eine Figur auf zwei Beinen, die einen Arm erhebt. Ah, sieht das nicht aus, nicht so aus wie das Bild auf dem Fragment, das Joshua erwähnt hat? Jetzt hat das Fotomodul seinen auch großen Auftritt. Wie jetzt? Du weißt gar nicht, wie man das Fotomodul aktivieren kann? Das ist merkwürdig. Das Fotomodul ist eine der Hauptfunktionen des Purapads. Benutzerfreundlich und narrensicher. Kannst du mir dein Purapad mal kurz zeigen? Ach du meine Güte. Sowohl dein Fotomodul als auch das Hyrule-Handbuch sind gesperrt. Warte mal kurz. Wie war es noch gleich? Diesen Knopf betätigen, während ich dort drücke, dann hier noch antippen, dann den Konami-Code und voila. Ganz freigeschaltet. Fotomodul. Schön. Mit dieser Purapad-Funktion kannst du Bilder von Landschaften und Personen aufnehmen, die dann im Album gespeichert werden. Okay. Aha. 92 Tiere gibt es scheinbar. Also. Jetzt solltest du das Fotomodul und das Hyrule-Handbuch verwenden können. Schieß ein Foto der rätselhaften Statue. So kannst du das Fotomodul auch gleich einem Funktionstest unterziehen. Funktion. Test rein. Klingt das nicht formidabel? Komm wieder zu mir, wenn das Foto im Kasten ist. Und lass mich einen Blick darauf werfen. Aber wenn du nicht aufpasst, verbrennst du deine Haare. Fotomodul. Ups. Hier. Das. Nee, das war eben falsch. Minus. So. Haben wir hier noch? Du hast den Kochbrunnen in den gewünschten Apfel gebracht. Die Belohnung hat der Obst aus Pilzen. Ja, alles, was man darüber braucht. Von Äpfel und Pilze. Ja, und warum ist es jetzt noch aktiv? So, war ich das hier? Das ist voll im Untergrund. Ach so, weil das eine Nebenquest ist, oder was? So, Fotomodul. Ja, habe ich sogar schon. Zack. Okay. Hey du, wie ist es gelaufen? Gut. Hast du rätselhafte Statuen mit deinem Fotomodul abgelichtet? Na los, zeig schnell. Der hat auch so eine komische Brille. Wie Pura. Sag schon, ist dir ein gutes Foto gelungen? Klar. Wunderschön. Ja, du hast dein Motiv wahrlich mit Bravour eingefangen. Joshua wird Freudensprünge machen. Naja, sie wäre lieber hier unten. Erst die Leuchtwurzel und dann die Statue, die Joshua gerade unter die Lupe nimmt. Eins steht fest, wenn wir uns nur fleißig an die Arbeit machen, warten hier spektakuläre Entdeckungen auf uns. Wie dem auch sei, ich werde mich zunächst auf den Rückweg machen. Aber bis später im Spähposten und lass Joshua nicht allzu lange warten, in Ordnung? Okay. Aber wir werden uns hier selber noch ein bisschen umgucken. Vielleicht soll ich auch einfach nochmal ein anderes Bild machen. Das sieht aus, als wenn er tanzen will. Foto. Ja, das sieht gut aus. So. Kann ich hier noch irgendwas Cooles finden? Hier leuchtet das so extrem. Achso, jetzt haben wir nur so ein Ding. Okay. Möchte ich eigentlich noch gar nicht weitergehen.
So, kann ich dich noch fangen? Sind zwar nicht so schön viele auf dem Haufen, aber ja, zu spät. So, da vorne. Nein, geh nicht hoch. Nicht hoch. Ja, komm runter. Komm runter. Oh, warte. Ist ja noch eins. Kommst du jetzt plötzlich her? Sehr gut. So. Da unten. Was ist das denn für ein Zeug? Welche Bäume einfach nur, oder was? Auf die kann ich bestimmt rauf, oder? Auf die Plattform. Moment, das probieren wir noch mal aus. Da. Nein. Geht nicht. Oh, ist scheinbar zu hoch. Mist. Geht denn hier rauf? Ne. Uff. Hätte es auch schief gehen können. So. Kann ich das mir erstmal eigentlich auch zerstören irgendwie später? Weil ein bisschen nerven tut es schon. Ich meine, es ist gut verteilt und ich kann überall gut langlaufen, aber ich würde es gerne loswerden wollen, für immer. So, nehmen wir das noch mit. Ölknospen, kann ich die vielleicht verwenden, um Gegner gegeneinander kämpfen zu lassen? Das wäre ja super witzig. Das ist nichts. So, Anfang hatten wir irgendwie mehr zu finden als hier. So, wir fallen gar nicht auf. Hast uns nicht gesehen. Okay, haben wir. Was war das? Ach, nur wieder ein Stein. Oh, da hat er nicht gemacht. Seid ganz schön viele, wisst ihr das? Kommt jetzt doch wieder zu mir. Ich kann das. Shit, 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 shit. Uff. Zu große Reichweite, die großen. Ich muss mal das übers Menü machen. Jetzt komme ich nicht klar. Also, ich brauche den ausrüsten. Schön, die drehen wieder um. Puh. So. Jetzt kann ich auch weitermachen mit denen. So, die Waffe brauche ich nicht, weil das hier nehme ich gerne mit. So ein Blödmann. Werden da Hilfe gerade gerufen von denen? Hast du das? Bist du schuld? Ist nicht sein Ernst.
Wow. Das ist super, dass die ihre Waffe verlieren. Das haben wir dann aufheben wollen. War nicht gut. Okay, komm mal auf mich zugestapft. Puh, Bögen sind geil. Muss ich auch mal sagen. Reisezweihänder. Okay. Ja, jetzt kannst du so viel rumwuseln, wie du willst. Was? Hat mich gerade getroffen? Nee. So, das heißt für mich, neue Waffe. Nein, den ausrüsten. Hat der mich da oben gefunden? Das hilft jetzt auch nicht mehr. Wow. Okay, ich glaube, ich hab's. Zumindest ist gerade Ruhe. Was? Riesenleuchtsam. Oh, okay. Größere Reichweite wahrscheinlich. Ja, das ist freigeräumt. Nice. Okay, da muss ich mal gucken. Achso, da komme ich ja eh rauf. Aufsteigen. Zack. So, Bögen habe ich auch erstmal wieder. Schön. Jetzt brauche ich nur mal erstmal eine Waffe. Ups. Mit der ich das kaputt schlagen kann. Na komm, machen wir das mit dem Ding. So, Bockling Klinge. Das Ding scheint eigentlich zu stark zu sein. Moment, ist das ein Zweihänder? Das ist ein Datenschwert. Ja, komm, nehmen wir das. Okay. So, dann hole ich mir jetzt erstmal die Zweihänder hier. Die noch eigentlich super dafür gedacht. Ausruhen. Schon kaputt. Okay. Wir hatten ja noch ein zweites hier hinten. Da ist es. Sonst hole ich mir da halt noch ein paar Waffen. So. Sehr gut. So, dann hier nochmal. Meine Güte, das lohnt sich ja richtig. Aber für die Batterien brauchen wir eh ganz viele, ne? Deswegen nehme ich das gerne alles mit. Was ist das hier? Eckige Bomben, oh. Warum auch immer die jetzt schon wieder eckig sein müssen. Ist außerhalb noch was? Ja. Ah, perfekt. Toll. So, gut, dann hole ich mir nochmal eine andere Waffe da hinten her. Wir müssen ja nicht unsere handlichen Waffen wegnehmen. So. Felsbrockenhammer. So, dann hat es sich auf jeden Fall schon wieder gelohnt, hier unten sich noch ein bisschen umzusehen. So, das noch mitnehmen.
Das war's. Perfekt. Ich müsste eigentlich mal was essen, aber können es auch einfach weiter umsehen und Viecher sammeln. Man weiß nie, was man es brauchen kann. So, und du noch. Gut. Das noch mit. Kann ich mich jetzt wieder hochporten oder wie läuft das? Hey, der baut meine Sachen ab. Geht ja gar nicht. Hast du nicht nach Hilfe rufen wollen? Ah, hat sich doch gelohnt. So. So. Na, dreh dich dahin. Danke. So, sehr schön. Ist doch keine mehr da. Nö, hier ist keiner. Hast du sonst versucht, Hilfe zu rufen? So, wir haben noch eine. Ich muss sagen, diese Steinwaffen sind richtig nice, wenn ich solche Sachen hier abbauen will. So. Felsbrockenhammer. Ja. Schön, dass wir noch ein paar Pfeile wieder kriegen. Ich gehe mal hier rauf. Oh. Ja. Nee. So, den Bogen kann ich gebrauchen. Jetzt der Hammer gerade. Hier kann ich ja den aktuellen Hammer wegwerfen. Ja. Du auf den Boden. Nehmen wir den neuen mit. So, euch nochmal sammeln. Na, bist du wohl? Bist du? Danke. Perfekt. Oh, fragt sich nur, wo ich jetzt hin soll. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich renne hier zwar überall lang, kriege auch irgendwie alles tot, aber nur dank unserem Bogen. Und der ist auch echt gut, kann man nicht anders sagen. Ich liebe Bögen, muss ich sagen. Jetzt gerade hier läuft. Nicht, wo ich hingehe. Ne? Ich glaube, ich gehe richtig. Hier ist keine Gefahr mehr. Sieht soweit gut aus. Und kann ich mich auch direkt porten? Wie kann ich? Achso, da. Kann ich jetzt mich hier hinporten? Ja, kann ich. Okay, perfekt. Und das ist schön gemacht, dass ich direkt drei Karten gleichzeitig hier nutzen kann. Nur mit dem Pfeiltasten noch runter. Dazwischen Wechsel. Haben sie gut gemacht. Also habe ich auch quasi die dreifache Größe der Karte jetzt nicht wirklich, glaube ich nicht, aber ist schon groß auf jeden Fall. So, brüchiges Gestein zertrümmern. Erstatte deine Waffe durch Synthese mit einem Felsbrocken oder an Monsterzord aus, um brüchiges Gestein zertrümmern zu können. Ja. Wer bist du denn? Thomas Spielposten. Wer bist du? Pin. Na sowas. Diese Silhouette kommt mir bekannt vor. Bist du nicht gerade dort durch die Luft geflogen? Ja, ich wurde hochgeschossen. Wie schön, dich persönlich zu treffen. Der geschichtsträchtige erste Abschuss von einem Kartografieturm. Wie? Dürfte. Sag, wie lautet dein Name? Link. Haha, Link, ja. Link? Sag mal.
Das ist doch derselbe Name wie der von diesem berühmten Helden. Ja, dann bemühe dich, ihm gerecht zu werden. Ah, tut mir leid, wo sind meine Manieren? Ich hätte mich zuerst vorstellen sollen. Ich bin Pien vom Kleeblatt-Kurier. Und ich werde einen prima Artikel über die Sache mit dem Kartografieturm verfassen. Gut, ich muss dann auch los. Bei uns herrscht Personalmangel und die Zeit vergeht immer wie im Flug. Ja, weil du fliegst, aha. Ich fände es großartig, wenn du, mutiger junger Mann, wie du unser Reporter-Team verstärken würde. Du findest unsere Redaktion in Hebra im Nordwesten. Komm einfach zur Brücke, die ins Dorf Zorni führt. Schau doch mal vorbei, wenn du interessiert bist. Und jetzt Abflug und tschüss. So schön. Sehe ich den noch fliegen? Er ist einfach weg. Ist okay. So. Ah, wo ist die Kleine? So, hi. Hey du, da bist du ja wieder. Los, zeig Joscha schon dein hübsches Foto der rätselhaften Statue. Ja, guck mal da. Das ist ja kein Zweifel. Es handelt sich um das Objekt, das auf dem Fragment abgebildet ist. Danke, Herr Ritter. Dieses Bild bestätigt meine Vermutung, dass auf dem Fragment tatsächlich eine Person dargestellt ist. Dies ist ein Durchbruch. Es bedeutet nämlich nichts anderes, als dass der Untergrund einst bewohnt war und doch weitere Kenntnisse birgt. Ich muss sofort zurück an meine Forschung. Ach, aber vorher, ich wollte dir etwas überreichen als Lohn für deine Hilfe bei der Untersuchung. Dies wurde bei der Erforschung des Untergrunds gefunden. Angeblich wurde es von der Sonor-Zivilisation hinterlassen. Ah, Solanium. Nämlich, darin pulsiert irgendwie irgendeine seltsame Macht. Vielleicht ist es eine Energiequelle? Wer weiß, möglicherweise hilft es dir ja bei deiner Suche nach Prinzessin Zelda. Bitte sehr. Dank dir habe ich herausgefunden, dass dieses Fragment ein Schlüssel zu einem Geheimnis des Untergrunds ist. Jedenfalls werde ich gleich nachsehen, ob wir bei unserem Fundstück noch weitere Fragmente haben. Onkel Robby, Herr Ritter, tausend Dank, dass ihr für mich der Sache auf den Untergrund gegangen seid. Wow. Okay. Schön. Oh, was habe ich hier? Möchtest du die Bedienungsanleitung des Pyrapads lesen? Wird ein Kartografieturm aktiviert, so wird die Umgebung sogleich in die Karte des Pyrapads übernommen. Jeder beliebige Kartografieturm kann, sofern er bereits registriert wurde, auch unverzüglich besucht werden. Diese unverzügliche Besuchsfunktion registrierter Kartografietürme nannte die Erfinderin Pura teleportieren. Aha, über das Fotomodul. Zuerst muss das Fotomodul aktiviert und das Pura-Pad auf ein Ziel gerichtet werden. Dann kann der Nutzer die Landschaft oder das Objekt im Album als Foto speichern. Außerdem erhält das Pura-Pad Daten zum Ökosystem von Hyrule. So kann es Motive auf Fotos automatisch identifizieren und regt so zum Ausfüllen des Hyrule-Handbuches an. Ein Tagebuch. Während des Abenteuers gesammelte Informationen werden mitprotokolliert und können jederzeit abgerufen werden. Dabei werden die Informationen automatisch in verschiedene Kategorien eingeteilt. Aha. Uah, nein. Beten? Nö. Aber wir wollen noch mal schlafen gehen. Wenn wir schon mal hier sind, kann ich mich auch schnell umsonst heilen. Das ist sowieso eigentlich voll gefährlich, was ich da getan habe. Und zack. Oh, dann schlafe ich diesmal in dem Bett. Ja, bis zum Morgen. So, dann möchte ich aber jetzt noch mal die andere Mission machen. Mit der Monsterfestung da, die, wo der Kampf ja schon begonnen haben soll. Das war auch südlich. Dann werden wir da noch mal hingehen. Und ich denke mal, im nächsten Part denen dann helfen. Bisschen ausgerüstet sind wir ja und so. Also sollte das schon passen. So, hops, hops, hops. Südlich, da lang. Jetzt muss ich nochmal bis zum Monster auch laufen. Ist aber egal. Nicht so schlimm. Das fährt mich gerade angewidert. Fackel. Nee, Fackel brauche ich jetzt nicht. Könnte man im Untergrund bestimmt auch gut benutzen, aber wir haben die Leuchtsteine en masse, also. Weiß nicht, ob ich das wirklich brauche.
Vielleicht um irgendwas anzuzünden, ja. Also ist dafür haben wir dann noch Feuerpfeile. So, es regnet. Na toll. Ist nicht immer. Nur ein Gelee, okay. Schade. So, ich denke, davon ist auch an irgendeinem Baum böse. Der hier vorne sieht's aus. Ich traue dem nicht mehr. Bäume sind böse. Ich weiß nicht, was bedrohlicher ist. Das Rot von dem Zeug hier oder das Grün von dem Turm, von dem Schrein. Sieht beides nicht ganz richtig aus. So. Wo ist denn? Ach da. Ah, ich hätte rechts vorbeigehen sollen. Ich trottel. Ups, da lang. So, ihr sagt das aber immer noch, ne? Dass ich das machen kann. Oh, Reisender, leider ist uns das Wetter heute nicht so wohlgesonnen. Eine einst neu gegründete Monstertruppen führen heute in dieser Gegend eine Operation aus. Ja, okay. Ja, machen wir. Perfekt. Ja, ist okay. So. Gut. Kochen möchte ich jetzt nicht. Wir haben noch genug. Wir sind geheilt. Wir haben super tolle neue Ausrüstung. Und dann werden wir nächstes Mal den Turm erstürmen. Ist nicht der, den wir schon mal gestürmt haben? Oder versucht haben zweimal? Keine Ahnung. Diesmal kriegen wir aber Hilfe. Und wir sind besser ausgerüstet. Aber wir machen erstmal Schluss und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.